Liebes EU-Parlament, nein, ich stehe nicht hinter Ihren Sanktionen. Sie treffen auf die Dauer die einfachen Menschen in Russland. Sie treffen die kleinen Leute in diesem Land. Wenn Sie die Banken, den Schiffbau oder die Ölindustrie in Russland schwächen, dann fördern Sie Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Abschwung. Und das in einem Land, dem wir Deutschen im letzten Jahrhundert unendlich viel Leid zugefügt haben. Natürlich ist das Verhalten der pro-russischen Separatisten in der Ukraine inakzeptabel. Auch der Abschuss der malaysischen Passagiermaschine und die Behinderungen bei der Aufklärung der Unglücksursache sind zu verurteilen. Doch meinen Sie wirklich, Präsident Putin lässt sich von seinem Kurs abbringen? Meinen Sie, dass das Volk gegen ihn aufsteht, wenn es ärmer wird, wenn es den Menschen in Russland schlechter geht? Nein, Putin wird mehr Unterstützung aus dem eigenen Volk haben, je größer der Druck der Europäer und Amerikaner ist. Er wird auf die Sanktionen reagieren, jetzt schon mit dem Gaspreis. Diese Reaktion wird weitere Reaktionen zur Folge haben. Alle reagieren nur, keiner agiert wie damals in den Kriegen, wie noch vor wenigen Jahren im Kalten Krieg. Liebes Europaparlament, als Deutscher, der die Schuld der Deutschen am russischen Volk noch in Erinnerung hat, und als Christ, der auf der Seite der Armen auch in Russland steht, verurteile ich die Sanktionen. Es ist doch ganz einfach. Sanktion führt zu Sanktion, Aggression führt zu neuer Aggression. Das ist auf dem Schulhof so, das ist in der Politik so. Nur Gespräche verhindern die Eskalation. Nur das Durchbrechen der Gewaltspirale ist christliches Verhalten. Nur aufeinander zugehen schafft echten Frieden. Probieren Sie es, noch ist nichts verloren.